ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist warm. Ich habe mir ein bisschen meine Haare schneiden lassen, wie man sieht. A little bit kürzer, weil es war warm auf dem Kopf und es war mal wieder Zeit. Genau, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ich habe hier neben mir eine volle Tüte. Da ist jede Menge aufgebrauchtes Zeug drin und das wollte ich euch einmal gerne zeigen. Das ist jetzt von Juni bis fast Ende August. Und genau, was da bei mir leer geworden ist oder bei uns leer geworden ist, das zeige ich euch jetzt einmal. Und zwar fange ich mit diesem großen Karton an. Das ist zwar noch nicht leer, das steht aktuell bei uns im Bad. Und zwar ist das so ein, wie heißen die nicht Rätstäbchen oder irgendwie was. Jedenfalls sind das diese Stäbchen, die man in die Flüssigkeit stellt und die dann die Flüssigkeit aufsaugen und dann duften. Genau, das ist hier die Duftrichtung Sunny Beach Time. Was ich schon dazu sagen kann, ich musste wirklich alle Stäbchen in das Glas reinpacken, damit ich den Duft jetzt im Badezimmer überhaupt wahrnehme. Ich hatte erst nur die Hälfte der Stäbchen drin und da war kaum was zu riechen im Bad, was jetzt nicht besonders riesengroß ist. Also von daher, weiß ich nicht, ob ich mir das unbedingt nochmal kaufen würde. Und es ist jetzt auch schon, ich habe es jetzt, glaube ich, eine Woche im Bad stehen, also bis zum Anschlag ist die Flüssigkeit und ich glaube, es ist jetzt schon bis hier, also von die Oberkante von meinem Finger, bis dahin ist es jetzt schon leer. Also das zieht ganz gut Flüssigkeit weg, muss ich sagen. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finde, wenn sich das jetzt in dem Tempo weiter absetzt. Muss ich mal schauen. So, was ich auf jeden Fall nicht nochmal wieder nachkaufen würde, ist von Sonett das Geschirrspülmaschinenmittel. Das hat das Besteck und das Geschirr nicht richtig sauber gemacht, fand ich. Ich dachte, ich probiere mal so eine Öko-Alternative aus, aber ich bin jetzt wieder zurück zu einem herkömmlichen Geschirrspülpulver und bin damit deutlich zufriedener als mit dem hier. Ja, wie gesagt, also ich fand nicht, dass das Geschirr besonders gut gereinigt hat. Ich hatte das teilweise sogar, dass die Messer und die Gabeln, also das Besteck, so ein bisschen milchig aussah und teilweise auch so Roststellen hatte. Und das fand ich halt überhaupt nicht gut. Auch wenn es ja ökologischer wäre, aber ja, musste wieder auf ein herkömmliches Geschirrspülpulver zurückgreifen und bin damit auch deutlich zufriedener. So, dann machen wir mal damit weiter. Zwar sind bei mir wieder Teelichte leer geworden. Die habe ich euch ja schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Die finde ich gut. Und wenn es die irgendwann mal wieder gibt, würde ich die auch wieder nachkaufen. Ich habe jetzt allerdings, als ich das letzte Mal beim Biomarkt war, andere Teelichter gekauft. Mit denen bin ich nicht so zufrieden und die sind auch eigentlich nicht für diese Duftlampen geeignet. Da muss man sogar teilweise zwischendurch den Docht abschneiden, weil der irgendwie nicht richtig mit runter brennt. Und das ist ein bisschen Fizzelarbeit, denn aber das erzähle ich euch im nächsten Aufgebraucht. Ich schweife schon wieder ab. Dann leer geworden ein Badreiniger, Fiss, Kraft und Glanz, Bad und Dusche, den finde ich gut, habe ich auch nochmal da, der ist auch schon halb aufgebraucht und würde ich, denke ich, auch nochmal wieder nachkaufen. Ich finde den gut, macht schön sauber und erfüllt seinen Zweck einfach, sagen wir es mal so. Dann habe ich, was habe ich denn hier noch? Ein Nachfüllbeutel Aloe Vera Creme Seife von Frosch ist einmal leer geworden. Ja, ich mag den Duft, ich mag die Seife, die trocknet die Hände nicht aus. Und jetzt habe ich eine Seife in Himbeerblüte nachgekauft, auch von Frosch. Finde ich genauso gut. Wie gesagt, es trocknet die Hände nicht aus. Und
Diesen Nachfüllbeutel finde ich eigentlich ganz gut. Genau. Was habe ich noch? Dann halte ich das jetzt nur ganz kurz in die Kamera, weil man weiß, was es ist, ne? Heuschnittbonnettenpapier. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Fand ich gut. Habe ich auch noch was von da. Dann, wo wir gerade beim Thema Klo waren, diese Toilettenstempel fürs Bad in der Duftrichtung Marine heißen sie, glaube ich, ne? Stand das hier nicht mal gut drauf? Da, genau, Marine von WC-Ente 00, irgendwie jedenfalls von der Marke. Finde ich super, kaufe ich immer wieder nach, finde ich besser als diese Hänger, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ja, genau. Also ein Dingen ist davon wieder leer. Dann habe ich... Ach, hier ist nochmal so ein Frosch. Machen wir damit gleich nochmal weiter. Von Frosch die Aloe Vera Spüllotion, also das Spülmittel. Das ist auch schon fast wieder leer. Aber da wir noch anderes Spülmittel haben, habe ich das jetzt erstmal nicht nachgekauft. Wird das aber wieder nachkaufen, wenn unser anderer Spülmittelvorrat aufgebraucht ist, weil das finde ich echt super. Würde ich einmal die Flasche, entweder bewahren wir sie auf oder ich kaufe nochmal eine neue und würde dann immer wieder auf die Nachfüllpacks zugreifen. Finde ich super, macht super sauber und ja, erfüllt seinen Zweck. So, dann, was haben wir denn noch? Dann habe ich hier einmal zum Rasieren, diese Intuition, Rasierstecker hier sozusagen auch gebraucht. Stecker ist ja eigentlich auch falsch, ne? Aber diese Klingen mit dem Seifenkern drumrum. Das wird allerdings die letzte Packung sein, die ich davon leer mache, weil ich mir jetzt einen elektrischen Rasierer gekauft habe, damit ich halt nicht immer wieder diese Klingen als Müll habe, sondern bin jetzt auf einen elektrischen umgestiegen. Genau. Dann habe ich noch leer gemacht. Machen wir mal damit weiter. Und zwar einmal von Sukin ein Serum, und zwar das Facial Recovery Serum, normale bis trockene Haut. Das habe ich mir mal im TK Maxx gekauft, weil ich dachte, oh cool, das ist Naturkosmetik, probierst du mal aus. Aber ich muss sagen, ich fand den Geruch irgendwie auf Dauer nicht so ganz so dolle. Und ich fand auch nicht, dass das irgendwie großartig was mit meinem Gesicht jetzt gemacht hat. Das habe ich hauptsächlich abends verwendet. Das ist hier so ziemlich ohne alles. Keine synthetischen Duftstoffe, keine Harsh Detergents, also kein aggressives Reinigungstensid sozusagen. Keine Sulfate, keine Parabene, keine Silikone, kein tierversuchsfrei, so, also es ist tierversuchsfrei, also cruelty free, vegan, kein keine Gentechnik dran. Ja, genau. Fand ich aber, wie gesagt, trotz allem nicht so toll. Den Geruch fand ich sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, also würde ich mir nicht nochmal wieder kaufen. Im Gegensatz, das habt ihr vielleicht, wer mir auf Instagram folgt, schon gesehen, zu dem Hey Organic Energizing Face Serum Kaktus, so heißt es richtig. Das ist noch nicht ganz leer, aber ich habe es jetzt trotzdem hier schon mal mit reingenommen, weil es innerhalb der nächsten Tage leer wird und ich das dann auch nicht ewig in meiner Box dann aufbewahren wollte. Es reicht vielleicht noch 2-3 Tage, dann ist es leer. Deswegen habe ich es jetzt schon mal mitgenommen. Und das finde ich echt klasse. Das ist erfrischend. Es klebt nicht im Gesicht. Man kann danach super eine Creme auftragen. Und ja, Energizing, ja, dadurch, dass man halt so ein frisches Gefühl auf der Haut hat, finde ich das echt super. Und das habe ich mir auch letzte Woche schon wieder nachgekauft. Genau, das ist auch vegan, Bio-Inhaltsstoffe hat es. Achso, das andere steht hier alles auf der Verpackung, glaube ich, drauf. Hier auf dem Glas nicht wirklich. Genau, ihr hört's. Es ist eine Glasverpackung, finde ich auch ganz gut.
Der Pumpspender ist auch super, nur halt jetzt zum Schluss muss ich es wirklich so kippen, dass der kleine Rest, der da noch drin ist, auch rauskommt. Aber ja, finde ich auf jeden Fall super und würde ich auch immer wieder nachkaufen. Genau. Dann habe ich, das mache ich zum Schluss, dann habe ich ein Parfüm aufgebraucht. Ja, lang hat es gedauert. Das hatte ich mal, lass mich mal eben überlegen, 2017 oder 2018 in einem Douglas Beauty Adventskalender. Und zwar das Seaside von Toni Gard. Und das habe ich so gerne im Sommer verwendet. Ich habe mir das auch schon in einer größeren Größe nachgekauft. Ich weiß gerade gar nicht, hier sind 15 ml drin, genau. Das ist ein Eau de Parfum, also schon was, was ein bisschen länger anhält. Und das riecht so herrlich. Es riecht salzig, frisch, aquatisch. Oh. Richtig so nach Sommer. Wie gesagt, das habe ich super gerne im Sommer verwendet. Und ja, jetzt kann ich im nächsten Sommer dann die große Größe davon anbrechen. Diesen Sommer mache ich es jetzt nicht mehr. Dafür lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr. Und ich habe auch noch so viele andere angebrochene Parfums rumstehen, die auch mal geleert werden müssten. Und genau, deswegen werde ich das erst nächsten Sommer anbrechen. So, dann habe ich hier noch, ach ja, das olle Ding hier. Von Rexona ein Deo, und zwar das Motion Sense Shower Fresh. Und das finde ich furchtbar. Das hält überhaupt nicht lange an bei mir. Das ist sogar mit Aluminiumsalzen, wenn mich nicht alles täuscht. Let me mal eben guck. Ja, Aluminiumchlorohydrate, das wird das wahrscheinlich sein. Also es ist mit Aluminiumsalzen, aber das taugt bei mir nichts. Also dieses Motion Sense soll ja sogar, glaube ich, extra dafür sein, wenn man sich bewegt und schwitzt, dass das frisch und trocken hält. Aber wie gesagt, das tat es bei mir überhaupt nicht. Das ist auch noch nicht mal leer, das Deo. Aber ich konnte das nicht benutzen, weil nach einer Stunde habe ich schon nach Schweiß gerochen und unangenehm. Und nee, das wollte ich einfach nicht. Und bin jetzt auf was anderes gewechselt. Und dieses hier, ja, eigentlich entsorge ich ja nicht gerne so volle Sachen, aber das möchte ich auch keinem andrehen, weil ich will ja nicht, dass die Leute denn schon nach so kurzer Zeit stinken. Ich auch keinem geben. So, dann habe ich noch ein paar Sachen. Und zwar ist leer geworden meine Alverde Clear Waschcreme. Die habe ich mir mal wieder gekauft. Die hatte ich ja schon vor ein paar Jahren und fand die super. Ich weiß gar nicht, warum ich die damals nicht weiter benutzt hatte. Ich glaube, ich wollte einfach mal was anderes ausprobieren. Naja, schlussendlich bin ich jetzt wieder zu dieser hier zurückgekehrt. Die benutze ich immer morgens, um mir das Gesicht zu waschen. Und die finde ich einfach klasse. Man fühlt sich danach total erfrischt. Die ist mit Heilerde und Bio-grünem Tee für unreine Haut. Genau, also für so kleine Pickelchen, die hin und wieder mal zu gewissen Zeiten ins Gesicht sprießen, hilft das eigentlich ganz gut. Genau, habe ich auch schon wieder nachgekauft und ist schon wieder in Benutzung. So, dann habe ich hier jetzt noch zwei Produkte. Und zwar einmal habe ich von Garnier Fructis das Aloe Hydra Bomb, nee, die Aloe Hydra Bomb kräftigende Spülung. Die habe ich ja benutzt, um meine Haare etwas ja, mit der Curly Girl Methode zu pflegen. Im Moment kann ich machen, was ich will. Durch die Luftfeuchtigkeit frizzen die Haare und sind nach ein, zwei Stunden schon wieder total platt. Da spare ich mir im Moment bei der Hitze den Aufwand und zig Getüdelsachen da zu machen. Da hoffe ich, wenn es ein bisschen weniger Luftfeuchtigkeit ist, dass ich dann auf jeden Fall wieder das ein bisschen besser hinkriege. Aber die Spülung fand ich auf jeden Fall gut. Ob ich sie mir nochmal nachkaufen würde, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt erstmal andere Produkte testen, ob die mir vielleicht sogar besser gefallen. Aber ja, wenn das auch nicht hilft, würde ich die vielleicht nochmal
wieder nachkaufen. Wo ist es? Garnier ist jetzt auch nicht so der Pralle, ne? Würde ich, ja, vielleicht würde ich es mir doch nicht nochmal nachkaufen, wenn ich mir das jetzt so richtig überlege. Garnier. Ja, wenn es das Einzige wäre, was meinen Haaren hilft, dann vielleicht, aber ich bin unentschlossen. Man merkt es. Was ich definitiv nicht wieder nachkaufen würde, weil, ja, wenn man noch keine Ahnung hat, kauft man auch mal Curly Girl Sachen, die eigentlich gar nicht Curly Girl safe sind. Und zwar habe ich von Alverde das Colorglanz-Shampoo gekauft und da ist doch glatt der zweite Inhaltsstoff Alkohol. Was man ja meiden sollte, weil trocknet die Haare aus. Dementsprechend hat das Shampoo auch für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich habe es leer gemacht, ja, aber ich würde es mir auf gar keinen Fall nochmal wieder kaufen aufgrund des Alkohols. Genau, wenn ihr da nicht so drauf achtet und euch das egal ist, sag ich mal, dann probiert es aus. Aber wie gesagt, da ist an zweiter Stelle Alkohol drin und das trocknet die Haare und die Kopfhaut auf jeden Fall aus. Müsst ihr wissen, ne? Genau, das war das. Ach, ich habe hier ja noch was. Siehst du wohl? Das hatte ich doch zur Seite gestellt. Weil das ein Food-Artikel ist und dementsprechend nicht zu diesem ganzen Pflege- und Haushaltskram passt. Und zwar von Mona, ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Das Haselnuss-Sirup, der Haselnuss-Sirup, wie auch immer. Der, die, das Sirup. Und ja, fand ich ganz lecker. Aber mein Favorit ist auf jeden Fall das Amaretto. Der, die, das Amaretto-Sirup. Heißt es der oder das Sirup? Mal gucken, er schließt sich das hier. Er steht sich hier nicht. Der Sirup, das Sirup. Heißt es denn richtig? Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht, bin gerade doof. Jedenfalls, ja, ist ganz gut, aber mein Favorit ist auf jeden Fall Amaretto von dieser Marke. Ich habe eben noch zwischendurch was gefunden, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Und zwar hatte ich ja eben erwähnt, dass ich jetzt ein anderes Geschirr. Spülmaschinenpulver benutze und zwar habe ich mir das von Finish gekauft, das Klassik in einem 3 Kilo Beutel. Das ist zwar auch noch nicht leer, aber ich habe das umgefüllt und deswegen habe ich die Packung hier. Das reinigt auf jeden Fall viel, viel besser als dieses hier von Sonett. Genau. Nochmal als kleinen Einschieber habe ich gerade gefunden. Das war doch noch in der Tüte versteckt. Genau, das soll es für dieses Video gewesen sein. Meine Tüte ist komplett leer. Genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Gebt dem Ganzen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Genau, und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.